Hier ist es. Danke fürs Mitnehmen. Keine Ursache. Also? Und? Und was? Hallo? Lilly? Hallo? Was machst du denn hier? Kann ich dir helfen? Danke. Ich würde gern noch mit dir reden. Dann sollten wir aber reingehen, bevor ich hier erfriere. Licht an. Nein, lass es aus. Ich Hör wollte... zu, ich... Red weiter. Nein, du zuerst. Nein, du. Was wäre wohl geschehen, wenn wir uns jetzt erst begegnet wären? Hätten wir uns überhaupt wahrgenommen in diesem ganzen Chaos? Und was wäre wohl passiert, wenn wir uns früher getroffen hätten? Hätten wir beide geheiratet, Kinder gekriegt und uns wieder scheiden lassen? Vielleicht wäre es so gekommen, so wie du sagst. Vielleicht wären wir ja so dumm gewesen, uns gegenseitig fallen zu lassen. Ich habe in meinem Leben schon viel Mist gebaut. Ich weiß, wozu ich in der Lage bin. Ich konnte am Ende bloß noch mit ansehen, wie sich meine Ehe in Luft auflöst. Naja, ich habe in meiner Ehe sicher auch Fehler gemacht. Ich habe nur das Gefühl, dass ich immer noch Mist baue. Meine Tochter hat ein Riesenproblem und mein Sohn scheint sich jeden Tag weiter von mir zu entfernen. Ich wollte immer ein guter Vater sein. Das hatte ich mir irgendwie zugetraut. Ulrich, du bist doch auch ein guter Vater. Ein ganz wunderbarer Vater sogar. Und das alles hatte ich irgendwie im Hinterkopf, als du mir gesagt hast, dass du womöglich schwanger bist. Das war wie ein Trip in die Vergangenheit, in der ich einfach überfordert war. Ich hatte Angst davor, schon wieder zu versagen. Denn ich habe mich ja kaum verändert. Rick, es gibt keinen Tag in meinem Leben, an dem ich nicht irgendwann Selbstzweifel überkomme und ich mich frage, was treibst du hier eigentlich? Und auch nachdem wir uns getroffen haben, ist das Leben nicht unbedingt einfacher geworden. Oder ruhiger oder weniger verrückt. Es ist sogar noch verrückter. Aber das macht nichts, wenn wir uns dem Leben gemeinsam stellen. Doch dann hatte ich das Gefühl, du willst dich zurückziehen und ich dachte, es geht wieder los. Das Gefühl kenne ich schon. Er wird jetzt die Segel streichen. Genauso wie... Du kannst mir glauben. Ich werde dich niemals verlassen. Das kannst du nicht wissen. Doch, das kann ich. Ich habe mich in meinem Leben vielleicht schon oft geirrt, aber ich weiß, hier bin ich am Ziel meiner Träume. Hier im Waschraum?
Ja, hier im Waschraum. Und auch vor den Mülltonnen. Und mit einem zerbeulten Auto. Und mit Elis Haaren. Und auch mit einem Baby, wenn du noch mal eins haben willst. Selbst mit einem Baby? Halt die Klappe. Dann hilf mir dabei. Warte. Hast du ein Kondom? Gefühl. Lilly entdeckt beim Job ganz neue Seiten an sich und ungeahnte Chancen. Nochmal mit Gefühl um 10:50 bei Vox.